So Leute, es steht Drückjagd an. Wir sind unterwegs. Und zwar mit der Drohne natürlich, wie ihr uns kennt. Erste Drückjagd hier des Jahres in Deutschland. Wir waren jetzt ein paar Tage in Tschechien auf Drückjagd. Und da habt ihr ja die ein oder andere Aufnahme schon gesehen, hoffe ich. Und heute sind wir heiß und schauen, dass es klappt, dass wir ein paar Sauen finden, dass wir die bestätigen können mit der Drohne und dass wir dann auch erfolgreich drauf jagen, denn wir gehen auch als Hundeführer mit und nehmen euch mit in die Hecken. Also bleibt dran. So Leute, wir sind mit der Drohne unterwegs hier, Drückjagd abfliegen. Maurice und ich haben uns mal positioniert. Wir haben eine große Drückjagd, aber wir wollen noch ein paar kleine Ecken abfliegen, um zu gucken, ob wir die machen müssen. Weil es gibt natürlich so Randbereiche und da ist es nicht unbedingt immer notwendig reinzugehen. Und wir haben jetzt die neue DJI Mavic 3 Thermal im Einsatz. Und das ist einfach was ganz anderes, weil wir können mit der Zoom-Kamera viel höher bleiben und können dann runterzoomen. Und wir haben auch schon das erste Wild gefunden. Dazu zeige ich euch gleich auch mal hier im Video ein paar Luftaufnahmen. Und später nehmen wir euch mit in die Deckung und zeigen euch, was da abgeht. Denn wir sind natürlich nicht nur zum Fliegen hier, sondern wie ihr uns kennt, wir sind auch Hundeführer, haben unsere Hunde dabei. Und wenn wir Sauen bestätigt haben, dann gehen wir natürlich auch dran. Und hier haben wir Sauen bestätigt. Hier einmal, ich gehe mal aufs volle Wärmebild. Dann seht ihr das noch viel besser. Und zwar, ich schwenke mal die Kamera, da haben wir eine Rotte Sauen liegen und da haben wir eine Rotte Sauen. So Leute, dritte Ecke, dritte Rotte Sauen. Also das ging wirklich heute Morgen fix, hat alles super gepasst. Wir haben astreines Drückjagdwetter. Die Sonne kommt raus, wir sind alle heiß, die Hunde sind heiß. Wir sind jetzt gerade noch mal eine Ecke abgeflogen, das sind Fichten. Wie gesagt, ich blende immer die Aufnahmen von der Drohne auch noch mal ein hier. Und man sieht die Sauen so gut und man kann natürlich auch super ansprechen, was es ist. Also wir haben hier gerade jetzt in dem trockenen Jahr, haben wir gemerkt, dass wir auf der Wildkamera ganz viele gestreifte Frischlinge haben. Und hier haben wir super Überläuferrotte. Das heißt, wir können hier ohne Bedenken die Hunde reinschnallen und vernünftig jagen auf Sauen, wo wir vorher angesprochen haben. Und gerade an den Ecken, wo die Straßen sind, wissen wir ganz genau, ob sich da lohnt zu jagen. Also ich muss ehrlich sagen, mit der Mavic 3, also das hier ist eine Riesenrotte, also mit der Mavic 3 ist schon eine ganz, ganz andere Hausnummer, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, wir sind heiß auf Drückjagd, die Hunde sind heiß, ich bin auch total heiß, wir legen los. Lass uns loslegen. Auf geht's. Und dann auf geht's. Guck mal, die Sauen aus der Deckung. Yeah.
So Leute, das war's. Drückjagd vorbei. Wir sind an Sauen gekommen. Wir haben gut mit den Hunden gearbeitet und jetzt sind wir gespannt. Ihr hört's, ich bin schon heiser. Ich muss öfters mal meinen Hund rufen. Und wir hoffen jetzt, dass ordentlich was auf der Strecke liegt. Und dann sind wir mal gespannt. Ich habe mich gefreut, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut gerne mal bei unserem Podcast vorbei. Copter Pro bei iTunes und Spotify. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Alex von Copter Pro.